Zuhören ist wichtig, weil schon im Kindesalter mit dem Zuhören das Sprachenlernen beginnt. Ich lerne Sprechen über das Zuhören. Ich lerne Informationen aus Gesprochenen zu entnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich gerade, weil wir heute so viele akustische Reize haben. Und ich wende mich jemandem zu, dem ich zuhöre. Das hat also eine soziale Komponente. Ich glaube, dass Zuhören ganz entscheidend ist, weil es, wie gesagt, nicht nur Hören ist, es ist zugewandtes Hören. Es ist die Konzentration auf einen Gegenstand, auf eine Person. Das ist letztlich eine Haltungsfrage. Und es ist ganz wichtig in einer Welt, die immer lauter wird, die medial immer größeren und stärkeren Einflüssen ausgesetzt ist, sich konzentrieren zu können auf etwas, auf einen Gegenstand. Und ich glaube, die Technik, die das ganz wesentlich ermöglicht, ist das Zuhören. Ja, Zuhören ist eigentlich eine besondere Voraussetzung, die Hinwendung, sozusagen die Aufmerksamkeit, dem anderen zuzuhören, was der zu sagen hat. Das fängt von der Mutter an oder dem Vater, um sprechen zu lernen, bis hin dann später fürs Funktionieren in der Gesellschaft. Wer nicht zuhören kann, kann nicht verstehen. Wer nichts versteht, der kann auch nichts lernen. Wenn man einmal damit anfängt, sich mit dem Hören zu beschäftigen, dann wird man merken, die Welt ist Klang. Und man bekommt ein, ich sag mal, ein neues Ohr. Und so sehe ich das hier ein bisschen. Wir wollen den Kindern ein bisschen ein neues Ohr schenken, eine neue Welt eröffnen. Ja, das Projekt ist auf unserem Mist gewachsen, wie es so schön heißt. Also die Idee stammt von uns, weil wir gesagt haben, aus unserer Erfahrung mit den Hörclubs, wir müssen unbedingt etwas tun für Kitas mit Kindern, die einen Migrationshintergrund haben, weil da fehlt es einfach noch in der Vermittlung zwischen der ersten Sprache, die sie von zu Hause aus sprechen, und Deutsch für sie als Fremdsprache. Und wir glauben, mit diesem Projekt diesen Kindern eine große Chance zu bieten mit Mehrsprachigkeit, vielfältiger Kultur, also sie sehr viel bessere Chancen im Leben haben, wenn sie mit diesen zwei Sprachen aufwachsen. Die Vodafone Stiftung ist hier Partner zusammen mit der Stiftung Zuhören. Und was uns besonders daran interessiert, ist die Integration dieses Programms in den Bildungskontext. Das heißt Kindergarten, Elternhaus und Kinder werden zusammengenommen und werden sozusagen Nukleus dieses Programms und Projektes. Und die Vodafone Stiftung hat große Erfahrung auf diesem Bereich, die Stiftung Zuhören große Expertise, wenn es um die Frage des Zuhören geht. Und ich glaube, dass wir beide zusammen einen großen Erfolg gewährleisten können. Wir hoffen bei diesem Projekt, dass wir es ermöglichen, dass Kinder, die aus einer Familie kommen, in der nicht Deutsch gesprochen wird als Hauptsprache, dass sie spielerisch Deutsch lernen, dass es ihnen Spaß macht, Deutsch zu lernen und dass sie sich wie selbstverständlich, wenn sie dann in die Schule kommen, auch in deutscher Sprache verständigen können. Ich glaube, dass es eben über einen Piloten, der jetzt in Wiesbaden startet, hinausgehen muss und wird. Und dass es am Ende ein Programm wird, das in vielen Städten und hoffentlich auch vielen Bundesländern erfolgreich sein wird. Ich hoffe mir, dass es ein erfolgreiches Projekt ist, dass alle engagiert mitmachen, die jetzt an den Start gehen, alle 20 Einrichtungen, dass es uns gelingt, die Eltern mit ins Boot zu holen, weil ohne die Eltern geht es nicht, und vor allen Dingen, dass alle viel Spaß dabei haben. Glücklich fühlt sich der Mensch, wenn er etwas Neues erfährt. Und wenn wir bei so einer banalen Sache wie Hören, wo jeder sagt, kann ich doch, aber etwas Neues hinzufügen können, dass man seine Umwelt plötzlich, sein Leben anders hört, dann schaffen wir auch Glück, Glück durch Hören.